Palworld vom Game Pass zu Steam. Das Hype-Spiel Palworld hat Anfang 2024 einen Rekord nach dem nächsten gebrochen. Und das, obwohl es in Anführungsstrichen nur im Early Access erschienen ist. Entwickler Pocket Bear hat es also geschafft, ein Spiel auf den Markt zu bringen, dessen Prinzip viele Leute erwartet haben. Dadurch, dass das Spiel auch ab Tag 1 im Xbox Game Pass verfügbar war, konnten deutlich mehr Leute das Spiel testen und lieben lernen. Da es immer noch nicht klar ist, wann denn nun die Crossplay-Funktion zwischen Xbox Game Pass Version und Steam Version erscheint, muss man entweder darauf verzichten oder aber seinen Xbox Game Pass Spielstand auf Steam übertragen. Wie du das mit dem Beispiel von Palworld machst, zeigen wir dir in diesem Video. Was ist zu tun? Im Grunde geht das Ganze ziemlich einfach. Du benötigst zuerst einen Spielstand in der Game Pass Version von Palworld. Danach benötigst du ein Tool von GitHub, mit dessen Hilfe du den Spielstand aus der Game Pass Version extrahieren kannst. Zum Schluss musst du nur noch das Ganze in deinen Steam-Ordner ziehen und schon kannst du deinen alten Game Pass Spielstand auf Steam nutzen. Oder zum Beispiel auf deinen Server hochladen. Nun aber das Ganze nochmal im Detail. Den Spielstand extrahieren. Fangen wir an, den Spielstand aus deiner Game Pass Version zu bekommen. Wie gerade eben schon angesprochen, benötigst du dafür natürlich einen existierenden Spielstand. Am besten sowohl in der Game Pass Version als auch in der Steam Version. Als nächstes musst du dir auf GitHub den XGP Save Extractor herunterladen. XGP steht hierbei natürlich für Xbox Game Pass. Den Link dazu haben wir dir in die Beschreibung gepackt. Lade dir die aktuellste Version herunter. Diese findest du relativ weit oben als Excel-Datei. Ist der Download fertig, findest du das Programm in deinem Download-Ordner. Starte nun dein frisch heruntergeladenes Programm. Was passiert jetzt? Der Extractor scannt deinen PC nach allen Save-Files von der Game Pass-Version, die dabei vom Programm unterstützt werden, und verpackt diese jeweils in einen eigenen ZIP-Ordner. Ein weiteres Beispiel. Oben gibt es mit Remnant 2 ein weiteres Spiel, was zwar unterstützt wird, aber keine Save-Files mehr hat, da es deinstalliert wurde. Unter dem Eintrag zu Palworld findest du den Dateinamen, unter dem dein Spielstand abgespeichert wurde. Anschließend musst du nur noch Enter drücken, um das Ganze zu verlassen. Kommen wir zum nächsten Schritt. Dein Spielstand übertragen. Jetzt müssen wir nur noch deinen Spielstand in den entsprechenden Steam-Ordner kopieren. Drücke dazu STRG R. Nun öffnet sich ein kleines Ausführenfenster am unteren Bildrand. Hier musst du nun %localappdata% eingeben. Ein weiterer Ordner sollte sich öffnen. Als nächstes musst du dich durch folgende Ordner klicken. PAL, Saved und Save Games. Dort sollte nun ein Ordner mit einer Nummer zu sehen sein. Öffne diesen und kopiere deinen Palworld-Spielstand hier herein. Dein Spielstand hat neben Zahlen auch Buchstaben. Dadurch kann man die beiden etwas auseinanderhalten. Deshalb benötigst du auch einen Spielstand in deiner Steam-Version, um den Ordner mit den Spielständen zu generieren. Das war's auch schon. Jetzt kannst du ganz gewohnt Palworld öffnen und dein übertragener Spielstand sollte nun auftauchen. Dabei kannst du jetzt ganz gewohnt weiterspielen, ohne deinen alten Game Pass Fortschritt zu verlieren. Gerade wenn man das Spiel damals ausprobiert hatte und Gefallen daran gefunden hat, wäre es doch schade, seinen gesamten Fortschritt aufzugeben. Was du nun mit deiner Welt machst, steht dir offen. Lade deine Freunde ein und spielt gemeinsam im Multiplayer. Jetzt, wo du deinen Game Pass Spielstand übertragen hast, hast du auch die Möglichkeit, diesen Spielstand auf einen extra Server zu laden. Wenn dich das interessiert, dann könnte das Video oben im i genau für dich sein. Dort haben wir dir gezeigt, wie du einen Palworld Spielstand auf deinen Server laden und ändern kannst. Wir hoffen, dir hat das Video weitergeholfen. Wenn ja, dann zeig uns das doch mit einem Like. Wenn du nichts mehr über Palworld und Nitrado Server verpassen möchtest, lohnt sich ein Abo und ein Klick auf die Glocke, um keine weiteren Videos von uns mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.